Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Soul Food Week, die heute startet. Und zwar werden wir im Rahmen der Soul Food Week jeden Tag über einen Mythos zum Thema Essstörungen aufklären. Denn was wir machen wollen diese Woche, ist, dass wir uns an die Bewusstseins-, an die Awareness Week von NEDA. NEDA steht für die National Eating Disorder Association in Amerika. Und diese hat die Awareness Week ins Leben gerufen. Und wir möchten uns diese Woche, dieser Awareness Week in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, also Österreich, Schweiz, alle, die Deutsch sprechen, sind herzlich eingeladen. Wir möchten diesem Motto jetzt nachgehen und haben deshalb die Soul Food Week ins Leben gerufen. Und innerhalb dieser 7 Tage, also von heute bis Sonntag, werden wir jeden Tag über einen Mythos sprechen, damit du erstens als eventuell Betroffene nochmal einen anderen Blickwinkel bekommst, also ein festes Bewusstsein, was eventuell eine andere Perspektive ist als die, die du bisher vertreten hast, und damit du ins Gespräch kommst, damit du entweder in der Facebook-Gruppe, hier bei Instagram, damit du mehr rausgehst, mehr ins Gespräch kommst, dich mehr traust, mehr Mut bekommst, auch über dich zu sprechen und auch über das Thema Essstörung zu sprechen, wenn es für dich in deinem Leben ein Thema ist oder auch in deinem Umfeld ein Thema ist, dann wird es dich dabei unterstützen, diesen Mut aufzubringen, darüber zu sprechen, zu sehen, du bist nicht allein, und auch die Inhalte, wenn du möchtest, gerne zu teilen. Denn gemeinsam wollen wir ein neues Bewusstsein in der gesamten Gesellschaft erschaffen. Und das schaffen wir gemeinsam, indem wir darüber sprechen, indem wir laut darüber sprechen, indem wir uns nicht länger verstecken, indem wir Bewusstsein auch für andere Menschen, die nicht betroffen sind, dafür schaffen, damit ein anderes Verständnis aufkommt, damit auch Eltern besser oder ein bisschen einfacher oder mit mehr Verständnis und Mitgefühl mit ihren Kindern, die eventuell betroffen sind, umgehen können, damit die Gesellschaft die Essstörungen nicht einfach nur abstempelt, weil sie einfach keine Ahnung haben, was es bedeutet, eine Essstörung zu haben, sondern richtig Bewusstsein in dieses Thema zu bringen. Erstens natürlich für Betroffene. Das sind einfach die Menschen, die mir so sehr am Herzen liegen. Das ist einfach das, wofür ich jeden Tag aufstehe. Und zum anderen für die Angehörigen, für das Umfeld, für die Gesellschaft, für die ganze Welt, um Bewusstsein in dieses Thema zu bringen. Und heute, am ersten Tag unserer Soul Food Week, steht das Thema oder der Mythos im Vordergrund, der sich so ein Stück weit integriert und etabliert hat, dass eine Essstörung nicht egoistisch ist und auch kein Versuch, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn du jetzt live dabei bist oder auch die Aufzeichnung schaust, dann schreib doch gerne mal in die Kommentare, welche Erfahrung du bisher damit gemacht hast. Hattest du schon mal das Gefühl, dass du selber so abgestempelt wurdest, dass du doch einfach nur die ganze Zeit versuchst, Aufmerksamkeit zu bekommen, oder dass die Essstörung auch ein Stück weit egoistisch ist, weil du damit allen anderen zur Last fällst oder weil du es allen anderen schwer machst und dass du doch aufhören sollst, so egoistisch zu sein? Ganz egal was, auch ohne Wertung, doch schreib einfach und teil mit anderen Menschen, welche Erfahrungen du gemacht hast. Es wird dem einen oder dem anderen auf jeden Fall eine Unterstützung sein, zu lesen und zu hören, dass sie nicht die einzigen Menschen sind, die das kennen oder erfahren haben. Und das Bewusstsein, was hier zu diesem Mythos gehört, das ist, dass eine Essstörung in der Tiefe, von innen betrachtet, da wo sie ist, da wo sie lebt, da wo sie sich nährt, die Essstörung ist eine Stimme in deinen Gedanken, die weitere Dinge in Komplexität, weil du eben auch du bist ein dimensionales Wesen, also diese Stimme in deinen Gedanken, die sich über die Jahre manifestiert hat, immer wieder bestätigt wurde, immer wieder gestärkt wurde, die erzählt dir, dass du nie genug bist, dass du nichts wert bist, so wie du bist. Das ist das Gegenstück. Sie ist kein Versuch,
Aufmerksamkeit zu bekommen und sie ist auch nicht egoistisch. Deine Essstörung ist eine Stimme in deinen Gedanken, die Gefühle, Emotionen, Handlungen, einen Ausdruck kreiert, durch den ein Ausdruck entsteht, zum Ausdruck deiner Seele wird. Doch sie ist eine Stimme in deinen Gedanken, die dir immer wieder erzählt auf unterschiedliche Art und Weise und auch so, dass du alles danach interpretierst, was im Außen passiert, dass du immer zu dem Ergebnis kommst, nie genug zu sein, nichts wert zu sein, so wie du bist. Das wiederum steht für dieses Gefühl der Leere. Wenn du dieses Gefühl von Leere hast, sobald du alleine bist, fängst du an zu essen, dass du den Druck hast, wenig zu essen, nichts zu essen, um dich zu spüren, um sagen zu können, um stolz auf dich zu sein. Doch alles, was damit zusammenhängt, ist eine Stimme, die dich immer wieder davon überzeugt, dass du nie genug bist, dass du nie dünn genug bist, dass du nie die Beste bist, dass du nie etwas wirklich gut gemacht hast, dass du nichts wert bist, so wie du bist. Das ist der Kern. Das ist das, was deine Essstörung wirklich macht, von innen heraus betrachtet. Und wenn ihr das heute einfach mal mit in den Tag nehmt, dieses Bewusstsein, okay, Fokus nicht auf, oh, wie wirke ich, was mache ich, was esse ich, sondern immer wieder bewusst machen, okay, es ist eine Stimme, es hat viel mit meinen Gedanken zu tun, es hat mit meinem Glauben zu tun, der in mir liegt, den ich in mir trage, mit dem ich mir erzähle, mit dem ich mir bestätige, dass ich nicht genug bin. Und deswegen hier in meinem Hamsterrad renne, aus dem ich nicht aussteigen kann. Und ich habe das Gefühl, nichts wert zu sein, empfinde nur Leere in meinem Körper, weil ich das Gefühl habe, da ist nichts, außer ich hole mir etwas von außen. Lob, Bestätigung, Aufmerksamkeit. Doch das ist nicht der Kern. Das ist nicht das, was das Bewusstsein, was Bewusstsein bedeutet. Das Bewusstsein ist, dir darüber bewusst zu sein, dass es gerade ein Gedanke, ein Gedankenmuster in dir ist, das dir Geschichten erzählt und das dich damit davon überzeugt, etwas Bestimmtes zu glauben, wie zum Beispiel nie gut genug zu sein oder nichts wert zu sein, so wie du bist. Dieses mach es dir immer wieder bewusst, um deinen Fokus nicht auf die oberflächlichen Probleme zu legen, sondern geh eine Etage tiefer, schau von innen heraus. Und dieses Bewusstsein auch mit Menschen zu teilen und zu sagen, hey, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich hatte nie das Ziel, ich möchte niemandem irgendetwas schwer machen. Ich möchte es der Familie nicht schwer machen. Ich möchte auch nicht die ganze Aufmerksamkeit von allen haben. Ich möchte nicht, dass der Fokus ständig auf mir liegt. Ich möchte gar nicht im Mittelpunkt stehen. Doch ich habe dieses Muster, diese Stimme, dieses Gedankenmuster, dieses komplexe Glaubensmuster in mir, das mir das Gefühl gibt, nicht genug zu sein. Und deswegen verhalte ich mich so, dass ich Aufmerksamkeit bekomme. Doch im Grunde ist es ein Glaube, den ich an mich selbst stelle und den ich verinnerlicht habe, nachdem ich nie genug bin, nichts wert bin. Und deshalb verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise, weil ich dieses Gefühl nicht ertragen kann. Das ist das, was du anfangen kannst zu teilen. Das ist das, was es bedeutet, deiner selbst in bestimmten Momenten bewusst zu sein und mit diesem Bewusstsein auch zu leben, das auch zu teilen, das erstens dir selbst bewusst zu machen und zweitens auch anderen mitzugeben, damit sie, denn wenn du dir vorstellst, das sagst du, du lebst in dem Bewusstsein und sprichst es aus, teilst es, dann haben doch die Menschen um dich herum eine viel größere Möglichkeit, Verständnis für dich aufzubringen, Mitgefühl zu haben, denn sie können sich ja gar nicht hundertprozentig in dich hineinfühlen, wenn sie nicht dieselbe Erfahrung gemacht haben.
Und deswegen kannst du auch gar nicht die Erwartung beispielsweise an andere stellen, dass sie dich verstehen. Denn sie werden dich nie zu 100% verstehen können, wenn sie das nicht erlebt haben. Es ist ein solch komplexes System, was in einem abläuft, was jeder für sich aufdecken kann, Bewusstsein reinbringen kann, Bewusstsein deiner selbst erlangen. Das ist die schönste Reise aus meiner Sicht, auf die sich jeder Mensch, ob jetzt mit oder ohne Essstörung, ich bin der Meinung, jeder Mensch begeben kann. Es ist natürlich unfassbar wertvoll, wenn du eine Essstörung hast, sie als Türöffner zu benutzen, sie als Türöffner zu verstehen in das echte Leben, in das Leben, was für dich dahinter auf dich wartet, in das Leben voller Freiheit, Frieden und Freude. Und das möchte ich dir, allen Zuschauern, auch allen Menschen, in dessen Umfeld Essstörungen eine Rolle spielen und auch grundsätzlich in unserer Welt, das möchte ich, dass das ankommt, dass hier Bewusstsein drüber erschaffen wird, damit gegenseitig viel mehr Verständnis, viel mehr Mitgefühl aufkommen kann. Denn ohne ein Bewusstsein wird abgestempelt, kategorisiert und in Schubladen gesteckt. Und das ist auch nicht zu bewerten, denn wie soll es anders gehen, wenn kein Bewusstsein vorhanden ist? Da kann ja kein Verständnis sein. Mach dir das bewusst, um auch immer wieder aus dieser Schuldfrage rauszukommen, denn es kann kein anderer an irgendetwas schuld sein, was mit dir zu tun hat. Du kannst bei dir anfangen hinzuschauen. Das ist der Impuls, den ich euch heute mitgeben möchte an unserem ersten Tag der Soul Food Week. Ich freue mich unfassbar darauf, dass wir uns eine ganze Woche lang mit dem Thema beschäftigen. Es gibt, so wie jetzt gerade, jeden Morgen, auf jeden Fall bis Freitag. Am Wochenende wird es zu unterschiedlichen Zeiten sein. Doch Montag bis Freitag gibt es jeden Morgen um 7 diesen kurzen Impuls hier in der Facebook-Gruppe, auf der Facebook-Seite oder auch hier bei Instagram. Teil Ausschnitte, teil das Video, teil es einfach auf dem Account, wenn du der Meinung bist, ich möchte dazu beitragen. Ich möchte das mitfördern, das Bewusstsein für dieses Thema in der Gesellschaft. Und wir haben Social Media. Wir können damit so viel machen. Wir können damit so viel erreichen. Dann lass es uns gemeinsam tun. Lass es uns gemeinsam öffnen. Lass uns dieses Thema gemeinsam nach draußen bringen. Und um somit ein wirkliches Bewusstsein in der Gesellschaft zu verbreiten und zu erschaffen. Und das wiederum ist zum Wohle für dich und zum Wohle für alle anderen. Deshalb freue ich mich, dass wir auf diesem Weg sind, dass wir diese Woche gemeinsam durchlaufen und wünsche euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag. Wir sehen oder hören uns morgen wieder. Der Livestream wird auch noch als Podcast-Folge im Laufe des Tages veröffentlicht. Und dann wünsche ich euch einen tollen Tag, ein Hoch auf uns und bis morgen. So, und natürlich auch allen anderen bei Facebook. Bis morgen, ihr Lieben. Schön, dass ihr dabei wart.